Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Lust auf dieses Schminkvideo. Ich möchte nämlich mit euch heute die MAC-Palette ausprobieren, die mir eine liebe Zuschauerin zugeschickt hat. Und ich bin schon ganz neugierig. Die lag jetzt schon die ganze Zeit hier. Ich habe euch das Video versprochen und ich wollte auch nicht vorher die Palette alleine probieren. Und das hat mich jetzt sowas von gejuckt und ich habe gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt drehe ich dieses Video. Ich habe mein Gesicht schon soweit fertig und den Rest schminke ich mit der Palette. Dann kommt noch Blush und Highlighter und die Augen eben noch. Also wenn ihr sehen wollt, was für ein Look mit dieser Palette entsteht, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Liebe Zuschauerin hat mir diese Palette mit in einem Zuschauerpaket mitgeschickt und ich habe noch nie MAC Eyeshadow gehabt, also noch keine Palette. Ich hatte mal ein Mono, aber sonst habe ich keine Erfahrung hiermit und ich habe mir gedacht, es ist bestimmt interessant für euch, wie ich die Lidschatten so finde, wie ich die Palette so finde, was man für einen Look damit eventuell schminken kann. Also ihr habt unter das Video geschrieben, dass ihr gerne ein Video schauen wollt davon. Und diese Palette nennt sich Botanic Panic. Fand ich ganz interessant. Also die sieht auch äußerlich so schön aus und ich zeige euch mal, wie die innen ausschaut. Also da habe ich mich echt mega gefreut, als sie mir diese Palette zugeschickt hat. Ich bin immer noch total in love und so schaut die Palette aus, wenn man die rausholt. Also die ist hinten gelb, also die hat ein sehr, sehr hochwertiges Packaging, finde ich, und die sieht einfach wunderschön sommerlich aus. Das passt ja jetzt auch, wenn man die öffnet, sieht die einmal so aus. Hier liegt nochmal so eine Folie drauf, wo dann eben halt die Namen draufstehen. Ich zeige euch mal gerade. Das sind die Farben aus der Palette, also wirklich sehr sommerlich, pastellig. Ich finde die Farben wunderschön. Ich bin gespannt, was ich für einen Look hier mitschminken werde. Ich weiß es noch überhaupt nicht. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen bunt werden, denke ich mal. Vielleicht aber auch dezent. Man weiß es nicht. Genau, also ich würde auch direkt damit beginnen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr die Palette vielleicht auch habt und wie ihr MAC von der Qualität findet, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Würde mich sehr interessieren, was ihr zu der Qualität sagt. Ich glaube, ich würde direkt mit dem Hellblau hier unten beginnen. Ich glaube, das passt ganz gut zu meinem Oberteil heute, so dieses Türkis mit dem Braun. Da würde ich direkt mal reingehen. Ich nehme mir hier einmal so ein Blenderpinsel ist das von Luna Beauty. Das sind auch gute Pinsel, da weiß ich, dass die funktionieren, weil ich die täglich benutze. Und da setze ich mir das Blau erstmal hier in die Lidfalte rein und blende mir das mal so ein bisschen. Ich habe jetzt letztens ein Hellblau benutzt, beziehungsweise so einen Mintton, der war von Odin's Eye gewesen und der war der absolute Hammer, wenn ihr das Video gesehen habt. Also dafür, dass es ein matter Ton war, fand ich den echt krass und ich merke gerade schon, dass der auf jeden Fall besser war wie der von MAC, zumindest jetzt der erste Eindruck. So, das ist jetzt einmal der Mint, beziehungsweise Hellblauton. Im Fännchen sieht der so ein bisschen hellblau aus, aber der ist doch eher Mint, würde ich sagen. Super schöne Farbe. Gefällt mir richtig gut. Ja, jetzt überlege ich. Es sind ja nicht so dunkle Farben hier drin, aber ich glaube, ich werde direkt hier in diesen Türkiston reingehen. Das ist ein Schimmerton und den versuche ich mir mal eben mit dem Finger aufzutragen. Der ist richtig schön türkis und den platziere ich mir mal hier hinten. Oh Leute, der hat richtig viel Pigment. Schaut mal, also das ist richtig stark pigmentiert. Also ich versuche mal, ich habe so das Gefühl, dass diese Farbe hier sehr gut mit dem Pinsel aufzutragen sein wird. Das ist nämlich nicht so ein richtiges Schimmer, sondern eher so ein Metallic-Ton, der aber doch irgendwie ein bisschen matt ist. Da versuche ich mir das mal mit so einem Pinsel jetzt aufzutragen, damit das einfach ein bisschen ordentlicher wird. Also mit dem Pinsel wird es nicht ganz so stark, aber man kriegt ein bisschen was drauf. Ich probiere das jetzt mal auf dem anderen Auge. Okay, seht ihr den Unterschied? Das war jetzt mit dem Pinsel und das war mit dem Finger. Also gehe ich jetzt nochmal mit meinem Finger hier rein und platziere mir noch mal so ein bisschen was. Also das gefällt mir auf jeden Fall besser mit dem Finger. Das sind aber so ganz trockene Schimmertöne. Also die sind nicht feucht oder haben irgendwie eine besondere Textur, finde ich. Die sind jetzt ganz normal putrig eher. So, ich habe die Farbe jetzt mal so ein bisschen aufgebaut. Also gefällt mir auf jeden Fall super gut, dieser Farbton. Ich werde das jetzt noch so ein klein bisschen verblenden am Rand und ja,
form das nochmal so ein bisschen bei meinen komischen Augen. Es ist ein bisschen schwierig mit der Palette. Ich weiß nicht, welchen Ton ich jetzt drauf machen soll. Ich war am Überlegen, ob ich dieses Flieder-Lila einfach mal auftrage oder ob ich es bei einer anderen Farbe belasse. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, ich gehe hier in dieses Flieder rein. Das mache ich auch mit meinem Finger. Das ist ebenfalls ein matter Ton. Oh, der ist schön. Der fühlt sich total schön seidig an. Und den gebe ich mir mal jetzt hier so in die Mitte auf. Nur so ein bisschen, dass man so ein bisschen Lila damit drauf hat. Farben sind auf jeden Fall schön deckend. Ich blende das Ganze jetzt mal so ein bisschen überein. Also das passt sehr gut zusammen, dieses Lila und dieses Türkis, habe ich nicht gedacht. Ein ganz kleines bisschen Fallout haben die Farben, aber das ist wirklich nicht viel, finde ich. So, und jetzt würde ich gar nicht mehr so viel machen auf dem oberen Lid. Ich gehe jetzt hier in diesen hellsten Ton rein. Das ist so ein rosa und zwar so ein metallischer Ton. So schaut der aus und den setze ich mir hier Richtung Inner Corner rein und verblende den so ein bisschen mit dem Lila. Also es ist eher so ein rosa, so ein helles. Der ist auch eher pudrig, der Ton. Also die Farben sind echt ziemlich trocken. Gehe ich nochmal mit so einem kleinen runden Pinsel. Also der ist eher so für den Inner Corner ganz cool. Damit gehe ich jetzt auch tatsächlich hier nochmal in den Inner Corner rein und verblende es da so ein bisschen. Also ich muss sagen, normalerweise mag ich solche trockenen Töne nicht ganz so gern, also Lidschatten. Ich mag eher hier, wenn die so ein bisschen feuchter und cremiger sind. Aber hier, die lassen sich gut miteinander verblenden. Das ist der Vorteil von solchen trockenen, finde ich. Jetzt sprühe ich mir aber meinen Pinsel mal nass. Ich will mal gucken, wie sich die Farben verhalten, wenn die nass sind. Wie das dann ist. Also es interessiert mich einfach mal, weil ich MAC ja noch nie probiert habe. Das intensiver wird hier. Ja, die lassen sich sehr gut ansprühen und werden dann tatsächlich auch intensiver. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ist auf jeden Fall besser. Ich muss jetzt hier nochmal so ein bisschen Lila drauf machen. Irgendwie hat sich das schon wieder weggeblendet. Also das Lila ist auf jeden Fall sehr schnell wieder weg. Richtig schade, die sind irgendwie, also so leicht, wie die sich verblenden lassen, blenden die sich halt auch wieder weg. Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich gerade ein bisschen schade. Jetzt gehe ich an den unteren Wimpernkranz und da gehe ich auch mit dem Türkis direkt dran, also mit dem dunkleren. Das trage ich mir jetzt hier unten auf und verbinde mir das mit oben. Das mache ich aber nur bis zur Mitte, weil ich mache noch Lila drauf. So, und das blende ich mir mit dem Hellblau bzw. mit diesem Mintton wieder aus. Und jetzt gehe ich nochmal in das Fliederlila. Also ich würde ja gerne eigentlich alle Farben ausprobieren, aber wie soll ich aussehen, Leute? Ich will ja noch ein anderes Video drehen und das wäre ja dann auch nicht mehr realistisch, wenn man alle Farben irgendwie aufs Auge klatscht. So, das ist jetzt das Lila. Also das sieht jetzt noch komisch alles aus. Ich sehe das in der Kamera, wie ich ausschaue. Und das blende ich mir jetzt nochmal so ein bisschen mit dem Rosa aus, also mit dem Schimmerton. Womit ich nicht so zufrieden bin, ist mit dem Lila in der Mitte. Also da muss ich noch mal ein bisschen drüber gehen mit dem Pinsel. Das bleibt nicht auf dem Lid, das Lila. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das ein matter Ton ist. Keine Ahnung. Es bleibt auf jeden Fall nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen mehr aufnehmen und das mal jetzt hier drauf pressen. Was leider auch nicht so gut da bleibt, ist der Rosaton im Inner Corner. Also ich bin jetzt nur so ein bisschen, habe ich die Ränder verblendet und das geht teilweise echt wieder weg. Oh, ich bin gerade nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen, von der Qualität. Schaut mal, so lasse ich das jetzt mal. Ich mache mal meine Augen fertig und dann sehen wir uns gleich. So, hier bin ich wieder. Also, das ist einmal der fertige Look mit der Palette von MAC. Ich habe noch diverse andere Produkte verwendet, habe noch ein paar Lashes aufgeklebt, habe die Blush-Palette von Luna Beauty verwendet. Die fand ich ganz passend, weil da war so ein schöner Rosé-Ton drin. Ja, das ist einmal der Look mit der Palette. Also ich finde den schon schön. Ich habe jetzt noch einen Eyeliner verwendet und zwar diesen Pastell-Lilanen aus dem Rossmann. Der war von River Loves Me, den gibt es jetzt neu in der Theke und ich habe gedacht, der passt ganz gut dazu, weil der das Flieder nochmal so ein bisschen wiedergibt, was auf dem Auge halt drauf ist. Ja, also ich swatch euch jetzt die Palette noch, beziehungsweise ich blende euch Swatches ein.
Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der Palette halten soll. Also die ist nicht ganz so pigmentiert, wie ich das gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Ich finde, dass die Farben aber trotzdem schön sind. Das sind so eher Pastelltöne, die man auch aufbauen kann. Allerdings blenden die sich auch sehr schnell wieder weg. Also die lassen sich sehr leicht verblenden und auch miteinander verblenden, blenden sich aber ruckzuck wieder aus. Also man muss aufpassen, ein Pinselstrich zu viel und dann ist das Ganze wieder ausgeblendet. Ich kam am besten mit dem Finger hiermit klar, also das muss jeder für sich entscheiden. Ich werde die Palette auf jeden Fall noch in anderen Variationen ausprobieren. Ich fand jetzt nur dieses Lila mit dem Türkis sehr auffallend in der Palette und auch sehr passend und deshalb habe ich das für einen Look gewählt. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu meint, zu der Palette, wie ihr den Look jetzt findet. Also ich finde den jetzt eigentlich doch ganz schön, muss ich sagen. Dadurch, dass ich halt noch Lashes aufgeklebt habe und am Ende sieht das ja dann doch immer noch mal ganz anders aus, wie wenn man nur den Lidschatten drauf hat. Also meine liebe Zuschauerin, ich danke dir für diese Palette. Ich freue mich total, mit der ein bisschen rumexperimentieren zu können und ich muss aber ganz ehrlich sagen, MAC ist ja relativ hochpreisig. Ich glaube, ich würde mir nicht noch eine Palette kaufen, weil ich jetzt die Qualität nicht ganz so Bombe finde wie von anderen Marken, wie ich es kenne. Also ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel Luna Beauty als Beispiel ist viel, viel krasser und viel schöner und ja, MAC ist halt so einfach irgendwie, aber die Farben sind trotzdem schön. Also hier sind tolle Farben drin und ja, es ist nie verkehrt, so eine Palette in der Sammlung zu haben. Die bleibt auf jeden Fall bei mir, weil es ja auch ein Geschenk war und ich werde dann noch mit ein bisschen rumexperimentieren. Genau, also das ist einmal, wie gesagt, der fertige Look. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Vielleicht habt ihr die Palette auch und könnt mir mal so ein bisschen was dazu sagen. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Also ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommis. Und jetzt würde ich das Video verlassen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Lasst dem Video sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal bei Gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüssi, eure Nicole. Thank you.